Super. Was genau machst du dann beruflich? Das ja, ist eigentlich nicht kompliziert. Ich arbeite in einer Agentur, die ist ein Hybrid aus einer Konzeptions- und Produktionsagentur mit dem Schwerpunkt haptische Markenkommunikation. Jetzt fragst du dich, was ist das? Kannst du dir das vorstellen? Ungefähr? Eine haptische Marken. Okay, pass auf. Kennst du die Szene von American Psycho, wo Christian Bale, der Schauspieler, diese Visitenkarte in der Hand nimmt? Danke. Das ist einer meiner Lieblingsfilme und gerade diese Szene. Ja, okay. Pass auf dann für unsere Zuhörerinnen. Willst du sie mal kurz beschreiben? Willst du mir diese Szene nochmal in den Kopf rufen? Das ist die Szene. Ich kenne jetzt die Namen nicht von den Protagonisten, aber einer nach dem anderen holst du die nächste besser entwickelte Visitenkarte raus und stellt sie halt vor und die Gegenübersitzenden sind natürlich total beeindruckt von der Karte und dann kommt der nächste mit der nächsten besseren Karte. Und ja, das beschreibt es schon ganz gut. Das beschreibt es schon ganz gut, was ich so mache. Bei uns dreht es sich halt nicht unbedingt um Visitenkarten, sondern eher um multisensorisch optimierte Verkaufshilfen. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise zur Bank gehst und der Bankberater möchte dir ein neues Bankprodukt erklären, beispielsweise ein Konto oder sowas, ne? Dann hat er zum Beispiel eine Karte, die er dir in die Hand gibt und diese Karte kannst du durchfalten und den vollen Umfang dieses Kontos erfahren. Also alle Dinge, die man nicht greifen kann, machen wir begreifbar. Ist ein Okay. ganz spannendes Feld. Das erinnert mich an meine Ausbildung, als ich dann Mediengestaltung gelernt habe. Und zwar gibt es da auch die verschiedenen Fallsarten, ne? Kreuzfalls, Ja. Wickelfalls, hast du nicht gesehen. Ist denn jetzt, ich meine, ich habe jetzt Visitenkarten einfach mal als Beispiel reingebracht, aber ist noch Papier, ist das noch en vogue? Absolut, absolut. Ja. Gerade in der Zeit, wo alles digitaler wird, ne, freuen sich die Leute auch nochmal wieder was in der Hand zu haben. Das ist jetzt zu Corona-Zeiten auch wieder ein bisschen schwerer, weil so viele Leute nicht mehr im Büro sind. Ja, und ins Homeoffice kann man es halt nicht schicken. Aber wie gesagt, gerade im Bankenbereich, da passiert dann noch unheimlich viel. Ne? Da passiert unheimlich viel. Die Berater geben den Kunden was mit, oder Versicherungen. Da passiert wieder einiges. Auch wenn das Messegeschäft wieder anläuft, dann machen wir viel in Sachen Messe-Giveaways, Messeeinladungen etc. Ja, auf jeden Fall ist es noch ein Druck. Okay, und das ist dein 9-to-5-Job, ne? Das ist Und mein 9-to-5-Job. du hattest.